Ja, ein kleiner Schnitt. Ich dachte, ja, Birkenwasser zapfen wäre schwieriger. Aber man sieht, problemlos. Hat sofort angefangen hier zu tropfen. Jetzt versuche ich noch ein kleines Stückchen Holz reinzumachen, dass ich das etwas besser in mein Gefäß tropfen lassen kann. So, die Zapfanlage ist soweit fertig. Das mit dem Stöckchen, von dem aus das Ganze in den Becher reintropfen soll, habe ich nicht hinbekommen. Da gibt es wohl noch irgendeinen kleinen Trick. Stattdessen habe ich jetzt einfach den Becher runtergehängt und doppelt gesichert. Hoffen wir, dass das reicht. Und man sieht hier zumindest, wenn es scharf werden würde. Dass ein bisschen Wasser läuft. Ist wohl allerdings nicht der beste Tag. Besonders viel ist es noch nicht. Naja, ich komme in ein paar Stunden wieder und schaue mir das dann nochmal an. Bis denn. So, da bin ich wieder. Also, der Becher hing so 3 Stunden ungefähr dran. Und ich schätze mal, ich war ein bisschen konservativ mit der Größe des Loches, das ich gebohrt habe. Denn alles, was dabei rauskam, ist das bisschen hier, also ein guter Schluck. Bei mir ist es auch wieder ein bisschen gelblich trüb. Das war ja bei einigen Videos so, bei anderen nicht. Aber daran will ich mich nicht stören. Das wird gleich ausgetrunken. Und wenigstens muss ich mir keine Sorgen um den Baum machen, wie ich das wieder verarzte. Denn die Wunden haben sich schon geschlossen. Also da läuft nichts mehr runter. Man sieht nur noch, wie der alte Saft ein bisschen vertrocknet. Also. Prost und Grüße aus dem Norden.